Es war einmal. Vor nicht allzu langer Zeit war die Herstellung süßer Gaumenfreuden reine Handarbeit und der Genuss daher nur wenigen vorbehalten. Konditoren blanchierten Mandeln in heißem Wasser und zogen sie anschließend einzeln ab. Die gehackten Kerne und Puderzucker gaben die Feinbäcker in einen großen Kupferkessel. Nach intensivem Rühren stellten sie den Kessel auf den Ofen und rösteten die süße Mischung. Es entstand eine cremige Masse, sogenanntes Marzipan. Doch vor rund 150 Jahren machte ein Berliner Unternehmen eine Erfindung. Ein neues Röstverfahren ermöglicht die industrielle Produktion der Süßspeise. Und eine nahezu unbegrenzte Produktvielfalt. Anderthalb Jahrhunderte später produziert das gleiche Unternehmen immer noch Marzipan. Zusammen mit einem benachbarten Betrieb im Berliner Stadtteil Neukölln rund ein Drittel des weltweiten Bedarfes. Der wichtigste Rohstoff kommt dabei aus Kalifornien. Jedes Jahr verarbeitet Moll Marzipan über 7000 Tonnen Mandeln. Vor der eigentlichen Verarbeitung werden die Kerne gereinigt und vorgewärmt. Um sie von ihrer Haut zu befreien, wurden die Mandeln noch bis Ende 2010 mit 180 Grad heißem Dampf erhitzt. Seit Anfang 2011 übernimmt das Blanchieren eine neue Anlage. Dabei fallen die Mandeln in 95 Grad heißes Wasser. Ein Förderband transportiert sie durch ein Bad. Im Unterschied zum Dämpfen wird in der neuen Blanchieranlage nicht die gesamte Mandel durchweicht, sondern nur die äußere Haut. Anschließend fallen die Kerne in einen Schäler. Hier trennen Walzen die Schale ab. Um alle Schalen zu entfernen, durchlaufen die Mandeln drei Walzenpaare. Ein Ventilator bläst die Hautstücke weg. Ein Förderband transportiert die geschälten Mandeln zu weiteren Gebläsen, in denen die Mandeln getrocknet und die restlichen Hautstücke entfernt werden. Im neuen Verfahren sparen wir Energie, ca. 50.000 Euro pro Jahr, 20.000 Euro Wasser, eine wesentlich bessere Qualität und eine bessere Verarbeitbarkeit, weil beim alten Verfahren die Struktur der Mandel zerstört worden ist aufgrund zu heißer Temperaturen, mit denen wir Dampf gebrüht haben. Im 95 Grad warmen Wasser der neuen Blanchieranlage wird im Gegensatz zum 180 Grad heißen Dampf die Proteinstruktur der Mandel nicht zerstört. Das spart nicht nur erheblich Energie, sondern verbessert auch die Verarbeitung des Rohstoffes in den folgenden Schritten und steigert somit die Qualität. In einem speziellen Raum zerkleinern sogenannte Lochscheiben und kleine Messer die Mandeln. Da die klebrige Proteinstruktur beim Blanchieren nicht zerstört wurde, behalten die Mandeln auch nach der Zerkleinerung eine feste Konsistenz, was sich letztendlich positiv auf den Geschmack des Endproduktes auswirkt. Das Berliner Unternehmen führt mit dem Bad im heißen Wasser im großindustriellen Maßstab das durch, was bereits früher beim Brühen im Kochtopf zum Erfolg führte. Anschließend wird der Mandelbrei mit Zucker vermengt. In der Rösterei wird dieser Brei auf über 100 Grad erhitzt.
Der Zucker kandiert und verbindet die zermahlenen Mandeln zu einer pastösen Masse. Das eigentliche Marzipan entsteht. Über die gleiche Produktionsanlage verarbeitet das Unternehmen auch Aprikosenkerne. Das Ergebnis ist dann jedoch kein Marzipan, sondern das ebenfalls unter Süßspeiseliebhabern bekannte Persipan. Darüber hinaus verarbeitet Mollmarzipan noch weitere Rohstoffe zu anderen Produkten. Arbeiter befüllen eine spezielle Kandieranlage mit gehobelten Nüssen. In dieser werden sie mit einer kochenden Zuckerlösung überzogen. Um den Zucker zu binden und den Geschmack abzurunden, transportiert ein Förderband die süße Ware in eine Frittieranlage. Dabei werden die Nüsse in heißem Sonnenblumenöl getränkt. Das Problem? Wie bei jeder Frittieranlage verbrennt ein Teil des Rohstoffes und sinkt auf den Boden. Das gesamte Öl muss bereits nach 6 Betriebsstunden komplett erneuert und entsorgt werden. Bei einem neuen Verfahren sprühen mehrere Düsen das heiße Öl direkt auf die Ware. Nur die überschüssigen Tropfen und einzelne verbrannte Nussteilchen fallen zu Boden. Diese werden in einer Wanne aufgefangen und strömen in einen Zylinder. Hier setzen sich die schwereren verbrannten Nussteile ab und werden abgesaugt. Das so gereinigte Sonnenblumenöl fließt zurück in die Anlage und wird nochmals verwendet. Die Neuköllner Süßwarenhersteller sparen so über die Hälfte des Sonnenblumenöles ein. Im Gegensatz zur alten Anlage haben wir mit der neuen Anlage ein Einsparpotenzial von 50.000 Euro. Und können aufgrund der besseren Flexibilität der neuen Anlage besser auf die Kundenwünsche eingehen. Die neue Anlage ermöglicht es, die Menge des Öls je nach Nusssorte exakt zu dosieren. So wird nur so viel Öl auf das Band gesprüht, wie die Nüsse auch aufnehmen können. Die Folge? Das Endprodukt schmeckt nach Nuss und nicht nach Öl. Neue Verfahren in der Lebensmitteltechnologie sparen nicht nur Energie und Rohstoffe ein, sondern steigern offensichtlich auch die Qualität. Und letztendlich sogar den Genuss. Und wenn sie nicht gestorben sind, verbessern sie noch heute.